Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors 2. Ja, ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, die True Warriors 2 haben volle EP hier mitgenommen in den beiden letzten CKs hier. Wir gehen einmal ins Kriegslog rein, also einmal 388 Punkte und 304 Punkte, das ist natürlich super. Und das alles komplett in dieser X2-Phase, also wirklich, wirklich gut. Was mich auch wirklich gefreut hat, ja, so ein bisschen Schwund. Ist leider immer, ich hatte auch erst ein bisschen Bammel. Ich habe den CK hier nämlich selber gestartet und hatte erst Sorge, dass hier viele, viele Leute rausgehen. Aber ihr seht, so ein paar mussten gehen. Und aber die Masse ist hier geblieben und haben alle schön ihre Angriffe gemacht. Gut, die, die jetzt gehen mussten, die haben dann gar nicht angegriffen. Oder wie hier der Paul, der sollte hier eigentlich gar nicht mehr rein, weil ich weiß, dass der so gut wie gar nicht spielt. Und deswegen ist das hier gut gewonnene Sache gewesen. Der Black Snake hatte zwar noch angefragt, ob er angreifen soll, hat dann leider nicht mehr angegriffen, aber ich habe mir trotzdem natürlich wieder ein paar schöne Kämpfe hier für euch rausgepickt. Ich muss mal eben schauen. Natürlich kann ich nicht alle zeigen hier an der Stelle, aber ich habe mir, wie gesagt, einfach mal ein paar rausgepickt und los geht's hier unten mit der Nummer. Ah ne, da habe ich mich gerade verlesen. Da. Da ist er, der Hawk. Wir gucken uns die Wiederholung einmal an. Und hier haben wir ein schönes RH7. Der Hawk ist ein RH8, aber gerade so erst geworden. Also er hat noch die Drachen noch auf Level 2 und hat die Loons auch noch auf Level 4. Also das schon, na, ist schon ziemlich gewagte Geschichte, weil die Loons halten ja echt nicht viel aus auf Level 4. Und wir haben auch vorher den Angriff durchgesprochen, er kommt also gut in die Base rein hier und ja, die Loons fressen sich ganz gut durch, weil die Drachen ganz gut tanken und die Luftabwehr natürlich immer nur ein Ziel auch anpeilen kann. Der Flächenschaden hier ist im Moment nur noch hier hinten, das heißt also im Moment haben wir nur Punktschaden, nämlich von den Lars und ja, so fressen sich hier die Drachen ja doch relativ gut dann durch die Base durch. Er hat jetzt sogar noch einen Wutzauber über, ja, den könnte er jetzt, den wird er auch glaube ich noch setzen. Aber vermutlich war es nur, dass es dort ein bisschen eng mit der Zeit wurde, weil die Drachen ja doch ziemlich behende fliegen und er muss noch in alle vier Ecken hier die Bauhütten wegmachen. Aber das ist ihm dann an der Stelle auch gelungen, also hier nochmal den Wut rausgehauen. Und dann waren das hier solide 3 Sterne hier auf eine ja, ziemlich starke RH7 Base. Gut, die La hier hinten am Anfang, die war jetzt nicht so super stark, aber hat er ganz gut gemacht hier. Ja, wie schon erwähnt, ganz im Gegensatz zu uns im True Warriors 1, wo wir mittlerweile den dritten CK in Folge verloren haben. Da weiß ich nicht, was uns da im Moment reitet, was da zurzeit los ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass wir mit geschlossenen Augen unsere Truppen setzen oder so, keine Ahnung. Das ist echt fatal. Aber wir haben hier die Maria N. Hier ein lupenreiner 8 auf 8, also schon ziemlich stark auf Augenhöhe. Die Base ist jetzt auch nicht so schlecht, dass man sagen kann, naja, den überfliegen wir mal eben. Der Flächenschaden ist natürlich noch nicht ganz so hoch. Hier bei den Magiertürmen, da geht zumindest noch ein Level. Und ich bin jetzt gleich mal gespannt, ich habe den Angriff noch nicht gesehen, welche Lasi denn da wegblitzt. Mal sehen, welche sie macht. Ich denke mal, es wird die hier hinten sein. Hat jetzt auch und hat auch ein paar Loons dabei. Das scheint ja im Moment gängig zu sein, dass man einfach sich ein paar Loons noch mit reinpackt, wenn die Drachen denn gut tanken. Und das tun sie auch hier. Der Feger macht jetzt zwar noch einmal, pustet noch einmal so ein bisschen jetzt hinten die Loons raus und der gegnerische Drachen lebt auch noch aus der CB. Aber den werden sich jetzt gleich die beiden Drachen da in der Mitte schnappen. Und dann kommt sie hier am Rand mit dem King raus. Und das ist auch gar nicht schlecht, denn der macht jetzt am Rand so ein bisschen die Gebäude, sodass die Drachen nicht die ganze Zeit außen erstmal lang fliegen, weil die kriegen jetzt immer noch heftig Beschuss an der Stelle. Und ja, ich zünde immer ganz gerne schon mal meinen King. Dann rennt er nämlich vor mit seinen kleinen Barbaren, die er da noch rausspawnen. Und dann bleiben die Drachen zumindest in der Base drin. Aber
jetzt schön gezündet und der eine Drache fliegt dann oben rechts oben auch nicht mehr raus. Der King stirbt jetzt zwar, das ist aber nicht so schlimm, aber der Drachen ist in der Base geblieben und macht hier so den letzten Bogenschützenturm. Ja, und so sind das hier solide Sterne, 8 auf 8 gewesen, also super gemacht, Maria, und auch schon etwas länger hier bei uns im Clan. Dann haben wir den, also ich habe mir hier einige Angriffe angeguckt und wie gesagt, ich kann mir einfach nur mal immer ein paar rauspicken, sonst würde das die Folgen auch sprengen hier. Der Angriff hier von Lichtle, 2-0 auf den Andy Dilgantara. Der Clan hieß I Love COC, ist natürlich auch nicht schlecht. Und auch hier Lichtle hat das, glaube ich, letztes Mal auch schon gemacht mit Hexen und mit Golems im Gepäck. Mal sehen, hat der Mauerbrecher dabei? Nee, dann wird er sicherlich das Ganze komplett mit einem oder zwei Sprung. Nee, mit einem Sprung macht er das. Okay, er macht das mit einem Sprung. Ja, ich meine, in so eine weitläufige Base nur mit einem Sprung reinzukommen, ist natürlich auch gewagt. Da müssen sich die Truppen schon richtig gut durchfressen. Aber Helden gehen schön mit rein. King an vorderster Front hier tankt mit dem Golem richtig gut hier die Base. Und die Hexen jetzt mit den vielen Skeletten fressen sich jetzt hier durch die Base durch mit den Bowlern. Da ist das Loch schon am Rathaus. Und mit der Masse an Skeletten und eigentlich so gut wie kein Flächenschaden mehr in der Base. Da hinten ist jetzt noch der letzte Flächenschaden ist weg. Jetzt sind es nur noch hinten die Minenwerfer, die Fläche machen. Und okay, hier unten ist auch noch der Magierturm am Leben, aber er hat jetzt noch richtig die Masse an Truppen hier in der Base drin. Und der RH9 hier auch noch nicht ganz so super stark, also Tesla ist noch nicht ganz ausgebaut. Die Bogenschützentürme vertragen alle noch ein Level, die Kanonen sowieso. Aber trotzdem hier 14 auf 16, das ist schon relativ auf Augenhöhe. Und viel, viel besser ist die Base dann an der Stelle von Lichtle auch nicht. Also jetzt was die Level angeht. Und so fand ich das eigentlich hier. Ein gelungener Angriff. Hexen und Golems und dann Bowler in den Clanburgen. Von uns kommen dann immer mal Chars hier hin. Denn wir sind ja zwar gut auf dem Weg jetzt nach Level 5, dass wir wenigstens eine Truppe höher haben, aber haben natürlich hier nie ein High Level drin, der uns hier Max Truppen spendet, deswegen wir haben ja den Praver hier, der macht das hier bei uns, der springt ab und zu allerdings rum und spielt bei uns drüben dann ein CK mit, das ist übrigens ein zweiter Account hier, das ist der Freiwild, mit einem Golaloon, ein Golem, mal gucken, ob da noch ein zweiter aus der Clanbo kommt. Aber der Golem tankt hier jetzt erstmal schon schön die ganze Meute hier. Und jetzt lockt er auf der anderen Seite die Clanburg raus. Okay, da ist jetzt nur ein Drache drin. Ich nehme mal an, dass dann da noch Loons drin sind. Also wie gesagt, alles habe ich hier noch nicht gesehen. Und muss mich einfach immer für ein paar Bases entscheiden, die ich dann mache oder die ich dann zeige. Aber ich denke mal, hier aus dem zweiten Clan ist das eine gelungene Action gewesen hier. Und die Jungs und Mädels sind hier immer noch gut dabei, immer noch gut drauf, hier guter Dinge hier, motiviert bis in die Fußspitzen. Und wenn dann erstmal der Clan Level 5 geschafft ist, dann geht's auch, ich habe das mal irgendwo in einen Kommentar geschrieben, so ein bisschen smoother hier zurecht. Ja, er hat jetzt zwar nicht alle Lars hier geschafft, aber so stark sind die Lars jetzt auch nicht. Was mich immer so ein bisschen nervt, sind die Feger. Und jetzt tankt er hier ganz alleine einfach die Lars. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ohne da jetzt Loons hinterzuschicken. Weil die wären eher die ganze Zeit dann aus der Base gepustet worden. Aber so ist das hier schon ein starker Angriff gewesen. Und ich glaube, da ploppen die Lava-Welpen jetzt auch nicht mehr auf. Was natürlich schade ist an der Stelle. Denn da hast du ein Problem mit dem Clean-Up. Der muss jetzt komplett von den Ballons nämlich gemacht werden. Da, ach doch, einer Platz noch auf, aber da werden schon noch ein, zwei von den Luftfallen gemacht. Und jetzt hat er noch eine Welpe, ist da noch übergeblieben von denen. Das ist natürlich wirklich, wirklich wenig. Aber dadurch, dass die Loons natürlich Flächenschaden machen, nehmen die zumindest da, wo die Gebäude sehr eng sind, also hier unten an den Lagern gleich, einfach mal immer alles mit. Das heißt also, da kriegen die Nebengebäude schon so ein bisschen Schaden mit.
und schöne 3 Sterne hier vom Freiwild auf die Nummer 12, also 5 auf 12. So, dann habe ich mir noch ausgeguckt. Ich habe mir ausgeguckt oben auch einen unserer 9 Leute, glaube ich. Jawohl. Da ist er, der Gusselboy. Hier ist auch einer von unseren 9 Leuten. Einer von unseren 10ern vor allen Dingen. Das kommt noch dazu. Also, ja, wir haben so ein bisschen aufgerüstet hier. Und in einem meiner Kommentare habe ich gestern auch gelesen, dass jemand tatsächlich geschrieben hat, dass ich natürlich auch 2 Sterne-Angriffe ruhig mal zeigen soll. Hat er recht, ich habe die in meinem letzten Videos tatsächlich so ein bisschen vergessen. Natürlich sind oben auch gute 2 Sterne immer wichtig und ich habe es einfach nur verpennt, mal wieder so ein paar zu zeigen. Aber Gustl hier vielleicht ein bisschen breiter in die Front reinkommen, denn guck mal rechts und links, die Magier sind jetzt relativ ungeschützt und die werden dir natürlich jetzt alle oder relativ viel da wegsterben. Okay, die Walküren gehen jetzt doch in die Mitte. Ich hatte gerade einen kleinen Schock gekriegt, dass die ja irgendwie außen rum gerannt sind. Aber irgendwie mussten es ja 2 Sterne hier werden. Und entkernt hier jetzt aber die Mitte. Der oder die beiden Infernos da sind jetzt sicherlich nicht ganz so stark. Heilzauber. Gustl, kein Heilzauber nehmen. Bitte einen Fries mitnehmen, weil du heilst hier nichts durch. Ne, du heilst nicht durch, weil der Heilzauber ist an der Stelle für umsonst geschmissen. Es sei denn, du hast ganz, ganz viele Miner oder so mittig in der Base, denn die können ja auch, glaube ich, nur 5 Truppen hier mit ihrem Strahl versorgen. Das heißt, der Rest wird dann schon geheilt, aber an der Stelle, Gustl, nimmst du besser einen Fries mit und vielleicht lässt du die Erdbebenzauber auch weg, denn mit Sprung kommt man durch oder mit 2 Sprüngen kommt man durch so eine Base auch gut durch. Ich finde immer, im RH10-Bereich, RH10 auf RH11, da nehme ich auch tatsächlich die Erdbebenzauber, aber 10er, ich denke mal, da ist es doch angebracht, dass man vielleicht Sprung mitnimmt. Aber das ist eben selbst überlassen und wir haben jetzt zum Abschluss den Praver, also 11 auf 10, aber schöne Ringbase hier, mal gucken, wie der Praver das hier gemacht hat. Ah, mit Lufttruppen, okay. Auch immer eine schöne Kombi mit den Lufttruppen hier. Solche Bases zu knacken, das heißt also Ziel ist dann in der Regel Queen mitnehmen, da ist er nämlich jetzt schon hin. Und dann möglichst noch die CB schaffen, gerade jetzt, wo hier ein Drache drin ist, der tut natürlich besonders Lufttruppen dann ziemlich stark weh. Aber da ist auch der Drachengeschichte, erste La ist schon weg und das ist auch super, Feger ist weg. Denn die sind unheimlich nervig in solchen Bases, aber hier kommt er über eine richtig schöne breite Front. Und schön in den Rücken des anderen Fegers. Das ist natürlich noch umso besser. Das heißt, die Loons können jetzt erstmal richtig schön ihren Weg hier gerade durch die Base nehmen. Nämlich von Def zu Def. Mal schauen, wie das hier am Ende eigentlich ausgegangen ist. Aber ich denke mal, der ein oder andere Hund wird da hoffentlich noch platzen. Weil die sind jetzt echt super geflogen. Dass da ja relativ wenig passiert ist. Er friest jetzt am Ende nochmal. Und ich hätte fast gesagt, ja, das war eher so ein Sicherheitsfreeze, denn den hat er gar nicht mehr so wirklich gebraucht an der Stelle, denn es waren noch so viele Loons da und macht jetzt hier das Cleanup mit den Lakaien. Also schöner Angriff hier von 1 auf 2. Ja, der Gegner hatte aber auch einen Elfer dabei. Ah nee, doch, der Gegner hatte auch einen Elfer dabei. Da ist leider nur ein Stern drauf geblieben. Das machte aber an der Stelle nichts, denn die True Warriors 2 haben hier super gedefft, also in fast allen Rathausstufen, also so ab 7, 8 ist hier super gedefft worden. Gucken wir auch noch mal rein, gerade wie das auf unserer Seite eigentlich aussah. Ja, also hier oben war der Gegner auch nicht schlecht, aber hier im unteren Bereich viele 9er offen gelassen. Und hier unten, ja, die 8er, 7er, 6er sind natürlich zu, aber dann bei unseren ersten kleinen 9ern hier beim Lichtle, beim Dom, da fing das schon an, da haben die echte Sterne gelassen, das haben wir auf der anderen Seite besser gemacht und sind hier auf einem guten Weg. Ich schaue mal in den aktuellen CK rein, okay, da haben wir wieder, das ist mir auch wieder mal ein Rätsel hier, ne? Level 3 Clan gegen Level 11 Clan und die haben natürlich auch schon richtig Siege auf dem Konto und sind auch richtig stark am Angreifen. Im oberen Bereich haben sie allerdings noch nichts gezeigt, da sind wir jetzt wieder so ein bisschen besser. Mit dem Praver hier und nochmal mit Praver, also Praver hat diese beiden gemacht. Ich nehme mal an, dass sich der
Der Leo will es nicht machen. Ich nehme an, der Gustl wird die 1 machen. Das werden wahrscheinlich Absprachen hier sein. Und ja, ich bleibe hier so ein bisschen am Ball. Werde hier später auch noch angreifen. Mal sehen, wann ich das nächste Mal in diesem Clan hier wieder vorbeikomme. Und ich würde sagen, bis zur Nachtfolge morgen. Also morgen kommt eine eine Bauarbeiter-Base-Folge von mir. Denn ich bin ja ein bisschen weiter mit dem Thorsten-Account und ich denke, da können wir uns doch jetzt schon mal das ein oder andere gönnen. Also bis dahin, euer Toto, Clash Toto.